Hallo, meine Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. In der letzten Folge haben wir uns den Silberschmied vorgeknöpft, haben ihn zu Sturz gebracht. Absolut verdient, meiner Ansicht nach. Also den wir suchen, könnten wir in Les Halles Bleues finden, weil dort wohl etwas Wichtiges gelagert wird. Jetzt ist natürlich die Frage, was und warum? Es ist einiges, was wir noch herausfinden müssen. So, deswegen, wir gehen jetzt einfach mal in Richtung der nächsten Hauptmission weiter. Schlimm, schlimm, schlimm. Also, weiter geht es ganz klassisch in die nächste Richtung. Sind im Bezirk Hals. Steuern auf unser nächstes Ziel zu. Hier kann man noch eine Kokarde einsammeln. Sowas kann man unterwegs mal schön mitnehmen. Genauso wie diese Massenereignisse, das macht man einfach nebenbei mit. Alles auffüllen, bitte. Immer gut gerüstet aus dem Hause gehen, dann hast du auch gar kein großes Problem. Hier ist direkt ein Trüglein versteckt, das können wir uns jetzt mal unter den Nagel reißen. Empfinde. War zum Glück nicht schwer. Ah, ein Verbrecher, ein Verbrecher. Ja, Leute, da liegt Geld. Aber es liegt an uns jetzt herauszufinden, was hier. Eine Kokarde, eine Kokarde. Und die nächste Mission können wir starten, meine Lieben. Nun gut, Lafreniere, wo versteckt ihr euch?
So, wir sollen jetzt La Halle au Blé untersuchen. Wo versteckt sich unser Freund? Verdammt, Anna! Du kannst hier nicht einfach tun, wie es dir beliebt! Natürlich kann ich das, mein Freund. Das ist eine sehr beunruhigende Menge Waffen. Lafayette scheint etwas Großes zu planen. Ein Reflexschuss wäre schön. Ja, ich weiß, man könnte das auch leiser machen, aber ich wollte halt direkt die drei Pistolenkills hinkriegen. Und der Plan ist ja aufgegangen. Schauen wir mal, ob die direkt was dabei haben, was wir wieder gebrauchen könnten. Glocke hier muss weg. Hilft nichts. So. Eine schöne Parade. Wir können ja sogar ein bisschen klettern. So, genau, hier ist nämlich was in der Mitte, wo man hochkraxeln kann. Wie es den Anschein macht. Ah, er hat es nicht kommen sehen, der Arme. Naja, auch nicht so wirklich mein Problem, wenn er es nicht hat kommen sehen. Untersuchen. Interagieren. Was immer er plant, es ist groß. Ja, es ist bestimmt und groß. Nun weiß ich, wo ich euch finde. Großmeister. Großmeister. Vielleicht etwas unsicher, die so einfach hier rumliegen zu lassen. Ja, immer eine gute Methode. Feuer vernichtet meistens alles, was unliebsam ist. Die Pulverlager, sie werden aufgehen! Pulverlager? Selbstverständlich kann es nicht einfach sein. Was? Vielleicht. Aber auch nur vielleicht haben wir gerade dezent übertrieben, indem wir hier alles in Brand gesteckt haben. Ja.
Ah, geile Effekte, geile Effekte. Das muss man ja wirklich sagen. Ja, geplant wäre das wahrscheinlich eine Nummer besser gewesen. Aber im Normalfall sind wir ein kampferprobter Assassine, der auch mit einer solchen Herausforderung mühelos fertig wird. Ja, hoch ist immer gut. Alter Verwalter, da haben wir aber auch ein Chaos angerichtet hier. Oh. Yep, wir haben hier richtig Chaos gestiftet. Und wir sind raus. Wow. Wie geil. Was ein geiler Flug. Ja, bloß nicht auffallen. Gut. Wir sind doch nicht aufgefallen. Oder etwa doch? Aber ich habe eben gar nicht drauf geachtet, auf die eine Herausforderung. Naja. Muss ich wohl doch eine Mission nochmal neu spielen. Gibt Schlimmeres, meine Lieben. Viel Schlimmeres. So, wo ist jetzt der nächste Punkt? Die nächste Mission wäre dann in etwa hier. Der Prophet. Doch, es wird langsam Zeit für die Nachtruhe. Also werden wir jetzt zum Café Theatre reisen und dort das Let's Play für heute vollenden. Doch morgen geht es dann wieder weiter mit neuen Folgen von Assassin's Creed Unity, meine Lieben. Guten Abend. Schön. Wir kamen im richtigen Moment, wir haben Geld geholt. Mit diesem Geld können wir bestimmt ein bisschen was kaufen noch. Waffenausstattung. Da hatten wir doch erst 9 Beine. Da müssen wir mal drauflegen. Arnos meisterliche Kniehose. Meisterliche Musketierkniehose. Und wenn wir die jetzt noch verbessern können. Ja, da müssen wir ein bisschen sparen wieder. Guten Abend, mein Herr. Guten Abend, Mademoiselle. So.
Ja, meine Lieben, ich wünsche euch dann noch einen angenehmen Abend, eine gute Nacht und bis morgen.